Willkommen zurück zum Skigebiet Simulator 2012, zum Let's Play dazu. Nicht zu verwechseln mit dem Ski-Regionssimulator 2012. Ich weiß, dieser Fehler passiert vielen Leuten. Auch dir, Martin, ist dieser Fehler dir schon passiert? Nee, noch nicht. Aber er wird dir passieren, denn auch wir werden auch den Ski-Regionssimulator irgendwann mal spielen. Bin schon gespannt. Aber jetzt versuchen wir erstmal klarzukommen mit dem Skigebiet-Simulator. Wir haben eine Mission, von der wir nicht wissen, wie wir sie erfüllen sollen. Wir haben in der Pause eben schon ein bisschen versucht herauszufinden, ob uns irgendwie mal Hinweise geben kann. Man hat tatsächlich die Mission, wir haben ja noch gewechselt, sollen wir einen feststeckenden LKW von der Straße schleppen. Ob es uns sagt, wo das denn halt stattfindet alles. Aber wir haben es nicht rausgefunden, beim besten Willen. Wir können uns jetzt ein bisschen umgucken. Und ich habe da hinten, wenn du dich jetzt mal weiter drehst, da hinten habe ich einen LKW auf der Straße gesehen. Fahr auch da einfach mal hin, weil das ist schon irgendeine der Missionen. Okay, warte mal. Aber so richtig, dass du einmal sagst... Also wir sind hier. Ja, dann das hast du aber einiges vor dir. Da geht man ordentlich Kette. Wir können ja derweil mal zeigen, was alles so... Gibt es denn keine Karte? Drück mal M. Schau mal, ich kann mich auch ins Cockpit reinpacken. Kann ich mal umschauen. Unser schönes Hotel. Ist das unser? Haben wir ein Hotel? Ja. Ich glaube, wir haben kein Hotel, oder? Das ist unser Startpunkt. Ich glaube, das gehört uns von Anfang an, weil das ein altes Familienhotel. Genau. Hat der Opa damals aufgebaut. In Shining. So, ich glaube, da hinten steht der... Fahr mal lieber in der Außenansicht. Das ist ein bisschen mit einem ja schlecht. Guck, drück mal einmal M. Was vielleicht nicht so richtig die Karte ist. Nee. Schade. Nee. War ein Versuch wert. Er sagt mir auch immer noch, ich soll hier mit C den Frontschild senken. Da hinten ist auf jeden Fall der andere LKW. Ah, genau. Fahr da mal hin. So, komm her. So. Kleine Pistenraupe. Das sieht ja aus wie eine kleine Pistenraupe. Da oben steht ja, benutze eine kleine Pistenraupe, um einen feststeckenden LKW an der Straße abzuschleppen. Wir haben eine Pistenraupe, da vorne ist eine Straße. Oh, boah, wie scheiße fährt sich und das da vorne Ding. Steht ein LKW. Also für mich sind das alles drei integrale Bestandteile der Mission. Vorwärts. Dann mach das mal halt. Also Einnahmen haben sich übrigens noch nicht irgendwie verändert. Also ich weiß nicht, ob das erst am Ende der Woche... Was ist denn das für ein Scheiß? Also ich weiß nicht, ob ich dir eine Pistenraupe anvertrauen würde. Du fährst... bist jetzt nicht so überzeugend. So, also das wieder hoch. Das ist besser. Dann gib einfach mal Gas. Sag mal geradeaus. Oh. Mit Tab-Wechsel ist es zwischen mit V habe ich. Achso. Ach, guck mal. Das war keine kleine Pistenraupe. Jetzt bin ich in einem neuen Fahrzeug. Ja, mach das aber nicht. Wir wollen doch jetzt mal den Auftrag erfüllen. Wie so ein dreijähriges Kind. Oh, ein Schmetterling. Was, wo sollte ich hin? Ja, so bin ich halt. Da muss man hier immer den Finger drauf haben beim Fritz. Sonst macht er nur Quatsch. Das Ding fährt sich so scheiße. Das auf ist der Straße. Denn das für ein Mist? Das mach halt keine, die Straße kaputt mit der Pistenraupe. Das ist doch keine Straße da vorne. Vielleicht sollen wir das auch im Gamepad spielen. Nein. So. Das soll jetzt hier die Straße sein. Die PC-Herrenrasse spielt nur mit dem Keyboard. Bist du irre? Du kannst doch nicht solche Sachen sagen. Ach so. Wird das nachher rausgeschnitten? Das hat nie jemand gehört. Jetzt fahr halt. Oh Mann. So. Da vorne ist es soweit. Obwohl, du als Vietnamese darfst ja aber nur Sachen sogar sagen. Ist das so? Ja, so wie klar. Sich Schwarz untereinander auch Sachen, die das darf ich jetzt ja nicht sagen. Das N-Wort benutzen dürfen. Genau. Da habe ich gerade übrigens Lust. Ich weiß nicht mal, ob Schwarz noch, das darfst du glaube ich auch nicht sagen. Das nicht wie das vorbei ist. Farbe ich maximal pigmentiert. Das ist ja wie ich auch weiß Quatsch. Es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wir verstricken uns da ein ganz vermieden Gebiet. Wir sollten das mal wieder schnellstens verlassen und stattdessen den LKW abschleppen. So, genau, fahr mal von vorne ran und versuch den mal anzukoppeln. Ich guck mal kurz, falls er das nicht automatisch anzeigt, guck ich mal. Also wie ich das Ding drück mal F1, dann zeigt er nämlich alles mögliche an. So. Ankoppeln. Also mit Q und R, um den Q drücken, um den Frontschild anzukoppeln. Das wollen wir aber gar nicht. R, um ihn abzukoppeln. Frontschild wollen wir nicht. Wir haben ja auch noch gar kein Frontschild. Wir haben ja eher das Ding hier. Q, um die hintere Fräse anzukoppeln. X zum Aktivieren, Deaktivieren. Aber eine Fräse haben wir auch Schlepphaken nicht. Vielleicht unten links. Ach, wir haben nicht das richtige Q, mit, um den Schlepphaken zu montieren und T, um ihn zu... Ah, wahrscheinlich habe ich nicht mal das richtige mit. Ach nö, bitte nicht den falschen... Heckzusatz abnehmen, ist mit Y, nee, mit T. Gucken wir, ob wir vielleicht trotzdem machen. Warte mal, raus. Ganz kleiner Moment. Aber guck mal, hier kann man zumindest die Geschwindigkeit ein bisschen voreinstellen. Ich neige ja dazu, einfach die... da rumzurasen. Vorwärts zu fahren und dann mal schneller zu fahren. Ankoppeln, Q, wo erlaubt. Okay. Zusatz aktivieren. Versuch mal den Heckzusatz abnehmen und an. Welcher ist dann das? T und dann Q? T. Nee, Q ist ja. Achso, ab. Warte mal. Ja. Mach erstmal T. Passiert irgendwas? Nee, bei T passiert gar nichts. Wo fahren wir näher ran?
fahren wir näher ran und drücken dann mal Q. Ja, wie gesagt, wir haben halt keinen Anhänger dabei. Ne? Ja, wir haben aber schon so eine Anhängerkupplung. Das meine ich damit. Guck mal da hinten. Und da hat er extra schon so ein Teil ausgefahren. So eine Verlängerung, die jetzt eigentlich... Sollte eigentlich reichen, sollte man meinen. Ja. Also Q geht nicht, ja? Nee, guck mal. T geht auch nicht. Tja. T geht nicht, K geht nicht. Guck doch nochmal in die Hilfe. Also ich muss sagen, nachdem wir unser Simulationsmarathon gestartet haben mit dem Landwirtschaftssimulator, der mir viel Spaß gemacht hat, überraschend, also das fand ich gut. Hat dir wohl gemundet. Der war super, also wirklich. Ich habe auch wirklich gar noch Lust gehabt, den weiterzuspielen nach unserem kurzen Let's Play. Da wird guck mal, man kann den aber wegschieben hier einfach. Mehr zu sagen. Wer weiß, ob der noch da ist, wenn wir zurückkommen. Warte mal. Der rollt jetzt da runter. Scheiße, der wird auch immer schneller. Und warum wird er immer schneller? Weil das Spiel Physics kann. Alles ist besser mit Physics. Also der Landwirtschaftssimulator war halt echt gut. Der hat Spaß gemacht. Tschüss, Auto. Die Sachen, die man machen musste, wurden dir gut erklärt. Ja. Und es hat funktioniert alles. So, und hier fange ich jetzt langsam an, ein bisschen ungehalten zu werden. Ja, weil man nicht weiß, was man machen soll. Ist doch blöd, oder? Man kriegt halt, man nimmt tatsächlich einen Auftrag an und dann sagt er nicht, wo der ist. Also man sagt nicht, was man dafür braucht. Übrigens, den Tempomaten anzuschalten hat auch überhaupt nichts gebracht. Pass auf, ich steige jetzt meines. Ich lasse den hier mal weiterfahren und steige in den anderen Wagen. Ich sag mal den Leuten noch was zu unserem Konzept dieser Simulationsreihe. Wir haben ein Konzept? Wir haben ein Konzept. Du weißt es nicht, ich weiß es. Wir wollen halt diese ganzen Simulationen, die ja zum Teil zumindest sich sehr großer Beliebtheit erfreuen, gerade in Deutschland, die sich ja wahnsinnig verkaufen. Das glaubt in den ersten, das haben wir im Landwirtschaftssimulator Let's Play gesagt, dass sie sich sehr gut verkaufen, gerade Landwirtschaftssimulator. Die Leute glauben, oder viele Leute glaubten, dass das ironisch gemeint war. Das ist total der hat sich gemeint. Millionenmal verkauft, also wirklich ein super Erfolg. So, und deswegen dachte ich mir, was ist denn da los? Interessiert vielleicht auch viele. Wir gucken uns mal diese ganzen Simulationen an. Und unser Anspruch ist auch, dass wir halt nicht nur damit Quatsch treiben wollen, wir wollen uns nicht irgendwie unsere ganze Zeit darüber lustig machen. Was? Wissen. Ich weiß nichts von dem Plan, ich weiß nichts, dass wir nur Quatsch machen wollen. Ja, dann hör doch mal zu. Dann musst du jetzt zuhören und nicht dazwischen reden. Wo entstehen reden. Diese Pläne? Bei mir. Also wir wollen halt nicht halt keinen Quatsch machen damit, sondern wir wollen halt mal wirklich uns das anschauen, was kann das Spiel, ist das ein vernünftiges Spiel, macht das Spaß? Ja. Das hat beim Landwirtschaftssimulator sehr gut geklappt. Da waren auch, das fand ich übrigens total schön, wir haben ganz viele positive Kommentare auch bekommen, die dann gesagt haben, so, ach so, ich hätte immer gedacht, das wäre totaler Scheiß, das Spiel. Aber jetzt, wo ich das mal gesehen habe, ist es doch interessant. Und ich glaube, einige haben dann schon zu dem Spiel gefunden, was ganz schön ist. So, und jetzt kommt das große Aber. Es gibt halt dann auch so einen Quatsch wie das hier, ne? Wo du dann halt irgendwie... Ich versuche mal, diese Anhängerkupplung da hinten zu holen. Wo du halt dann was versuchst zu spielen, es macht einfach keinen Spaß. Du weißt nicht, was du machen sollst, es ist blöd. Die also Fahrphysik ist ein ganz schöner Scheiß. Ein bisschen rumfahren, das ist jetzt nicht so schlecht. Aber also mir hat dann jetzt schon praktisch eigentlich besser... Dieser Wirtschaftssimulationsaspekt gefallen. Sollen wir da nochmal reingehen? Nö, also versuch doch mal jetzt hinten da was anzukoppeln, so eine Anhängerkupplung. Ich will nur mal kurz schauen, wo unsere Raupe inzwischen hingefahren ist. Wo war das nochmal? Wo war denn? Wo war denn die Straße? Ach nee, guck mal, da ist die Raupe. Unsere Raupe. So, und da hinten. Nee, wir probieren jetzt nochmal was ganz anderes. Geh nochmal oben auf die Aufträge, genau diese Checkliste, und mach mal statt, was da transportaktiv ist, mach mal zuweisen. So, mal gucken, ob das jetzt automatisch klappt. Bewegt sich ja die... Naja, die machen halt irgendwas. Zugewiesen sollte das dann übernommen werden von jemand anders. Heißt, ich gucke nochmal kurz in die Anleitung, da steht... Ach nee, nee, das machen Aufgaben. Wir auch zuweisen. Pass mal auf. So. Achso, genau. Man delegiert hier. Entweder erledigt man die alleine. Ich kaufe uns jetzt mal ein neues Auto. Haben wir überhaupt Männchen? Also haben wir Leute, die für uns was machen? Keine Ahnung. Nee, jetzt bin ich in dem Wagen wieder drin. Weil beim Landwirtschaftssimulator hatten wir nicht mal... Ich hab den noch gekauft. Guck mal, beim Landwirtschaftssimulator hatten wir nicht mal eine Anleitung und es hat ja wesentlich besser funktioniert. Ja. Komm, wir kaufen noch irgendwas. Jugendtreff. Vielleicht können wir ein bisschen saufen gehen, dann wenigstens im Jugendtreff, immerhin. Oder? Billigen Wodka. Dann immerhin. Vergessen wir diesen ganzen Schmarrn und kippen uns halt in der Almhütte ordentlich weg, oder? Das fand ich in dem Vorschauvideo zu... was war es? Risen zur Spielwelt, wo dann auch die eine Figur meinte, lass uns saufen. Okay. Sehr gut. Maschinenstellplatz haben wir schon. Was haben wir gesagt? Jugendtreff. Na, da hottet die Jugend ab, wie ich gehört habe, wie man heutzutage so sagt. Und schwuppdiwupp ist es da, das Haus. Zeig mal. Da ist es. Da ist es. Laufende Kosten 2000 Euro. Das ist aber ein preiswerter Jugendtreff. Aber es hat unser Ansehen gehoben. Und vielleicht brauchen wir mal einen Parkplatz. Das ist so, auch in Kauf. So, ne? Ja, hau halt raus. Kauf mal Lampen. Das würde ich mal sehen. Ja, mach mal.
Ah, das ist aber hübsch. Und da gehen sie an. Für 5.000 vor allem, das ist ja richtig günstig. Ja. Oder? Das ist ja das Teure, ist ja dann der Unterhalt. Das ganze, ja, aber trotzdem 5.000 für so eine ganze Skipiste beleuchten, hätte ich nicht gedacht. Das geht, ne? Also, das ist noch okay. Könnte teurer sein. So. Kannst du nicht mal die Preise erhöhen, genau? Ja. Was haben wir denn? Eintrittspreise? 480. So viel Kapazität damit, glaube ich, gar nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist die, ob wir so viele Tickets. Genau, das dann, du verkaufst dann mehr Tickets als Leute, dann werden die nicht ziemlich ist sauer. Ist das in Euro? Ist das in Traumgeld? Ist das in, keine Ahnung, das sind 5 Kopeken. Das ist die gleiche Währung wie in Dead Island. Da waren wir an der Tankstelle, mussten wir auch einen Kopeken bezahlen. Wir machen aber Barpreis noch ein bisschen teurer. Weil, achso, das andere, was ist das andere? Vorbestellung oder was? Zahlen mit ihrem guten Namen? Die Barpreise sind ja im Skigebiet bekanntermaßen immer etwas höher. Was soll denn Barpreis und Eintrittspreis? Ach, an der Bar oder was? Das ist die Bar, also die Getränke, Cocktails. Warum kann man das denn nicht pro Hütte einzeln einstellen? Das wäre doch mal sinnvoll, oder? Ja, eigentlich schon. So, wenn eine gut platzierte Hütte ist. Gegeneinander kämpfen, ja, und wenn es eine gut platzierte Hütte ist, die halt dann, was ich, die perfekte Après-Ski-Position hat, dann kann man natürlich da mehr verlangen als so eine kleine abgelegene. Oh, aber schau mal, was ich machen kann. Ich kann auf den nächsten Tag klicken und schwuppdiwupp. Haben wir. Ist die Sonne aufgegangen? Geh mal auf I, dann sehen wir mal, ob wir Geld verlieren oder einnehmen oder was auch immer. Diese auch total kundenfreundlich, benutzerfreundlich angelegte Informationsbox. Halt mal zwischendurch auf Englisch, wo alles auf Deutsch ist sonst. House Probability. Aber ich habe richtig Spaß hier. Also, ihr merkt das auch schon. Rent Probability Bar. Ist das, was soll das heißen? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Haus entsteht. Ja, wir haben kein Haus. Deswegen ist natürlich vielleicht wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie irgendwas machen. Sag ich jetzt die, guck mal, Bar Probability ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie in eine Bar gehen. Die Gäste. Genau. Okay. Ja, nicht wir. Bei uns ist die Wahrscheinlichkeit nach diesem Let's Play ziemlich hoch, dass wir noch in eine Bar gehen. Aber auf jeden Fall. Uns ordentlich von 120% sprechen wollen. Oh Mann. Die Leute haben ja auch gesagt, gerade im ersten, wir hatten ja irgendwie wirklich Spaß, haben die ganze Zeit da sich Felder umgegraben und so. Oh, schau mal, habt euch überhaupt nicht lustig gemacht. Spur hinterlassen. Ihr habt euch überhaupt nicht lustig gemacht über das Spiel. So, there you go. Jetzt haben wir ordentlich Material. So ein Quatsch. Ich wollte jetzt nicht stärkere Kraftausdrücke benutzen. Aber die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Glaube ich. Möchtest du gerne. Möchte ich. Nee, die ist wirklich vorbei. Was guck mal, meine Raupe hat Spuren hinterlassen. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, wir haben am Anfang irgendwie verpasst, Sachen zu lesen und, Haben uns nicht richtig drauf konzentriert. Das will ich mir jetzt nicht anhängen lassen, weil wir haben eine Anleitung ausgedruckt, die habe ich vor mir liegen. Es gibt kein Tutorial. Wir sind halt vom Hauptmenü einfach ein neues Spiel gestartet. Und hier gibt es ja auch nichts. Es gibt ja oben, klick nochmal aufs Fragezeichen. Nee, das machen wir gleich. So, stopp. Ich glaube auch. Die Folge ist nämlich schon ganz schön überzogen. Und dann starten wir aber nochmal vorne. Ich glaube, zumindest einen Trick zu wissen, wie wir diesem LKW nachher helfen könnten. Nee, also keine Ahnung. Also wir spielen dann die dritte Folge. Oh Gott. Und da klicken wir dann ganz spannend oben auf das Fragezeichen, wo uns dann wahrscheinlich alles klar wird und das zum Superspiel des Jahres wird. Ihr wollt es auch alle kaufen? Ich weiß es schon. Haltet euch nicht zurück. Oh mein Gott. Ich bin bis zum dritten Teil im Let's Play Skigebiet Simulator 2012. Tschüss. Tschüss.